Diesen Anblick würde man sich jeden Tag auf Deutschlands Eisflächen wünschen. Weltmeisterin Aljona Sawtschenko zeigt bei der Eiszeit in Wiesbaden spektakulär ihr Können. Den Zuschauern gefällt, vor allem aber dem Nachwuchs, der mit Aljona und Bruno Masson zusammen aufs Eis gehen und trainieren darf. Moment, einer nach dem anderen, sonst wird's zu gefährlich. Kommt mal her, alle. Den Sport in die Stadt zu bringen und den Nachwuchs zu begeistern, das sind die Ziele der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit Blick auf den Ball des Sports 2015. Aljona Sawtschenko gelingt das scheinbar mit Leichtigkeit und auch ihr künftiger Kunstlaufpartner Bruno Masson ist zu Späßen aufgelegt. Eine intensive Trainingseinheit mit vielen Tipps für die Stars von morgen. Vielen Dank. Es macht riesen Spaß, weil man will auch seine unsere, was wir schon können, auch weitergeben und dass man auch in Zukunft auch jemand hat, der uns dann als Vorbilder sieht. Sehr schön. Und natürlich präsentieren sich Aljona Sawtschenko und ihr künftiger Eispartner Bruno Masson bei diesem Pre-Event zum Ball des Sports auch gemeinsam auf dem Eis. Als kleinen Vorgeschmack auf künftige Wettkämpfe und Galas. Interessierte Zuschauerin am Rande, als Kunstlauflegende Marika Kilius, die mit Hans-Jürgen Bäumler zusammen Olympiamedaillen geholt hatte und deren Autogramme noch immer hoch im Kurs stehen. Beim Ball des Sports ist sie seit Jahren gern gesehener Stammgast. Nun, ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an Ball des Sports, weil ich war vom ersten Ball an dabei und habe mir also wirklich auch oft den Stress angetan, zu sagen, wenn ich in der Eisschau war, ich muss nachts nach der Schau noch auf den Ball des Sports und bin dann um 3 Uhr vielleicht auf den Ball gekommen, aber damals waren da noch so viele Leute, es hat sich noch rentiert bis morgens um 8. Und das war immer eine ganz tolle Zeit und bei mir ist also Ball des Sports eigentlich immer der Ball, der im Jahr immer ganz fest eingeplant ist. Blumen für die Grand Dame des Eiskunstlaufs, Tipps für den Nachwuchs. So macht eine Eiszeit auf dem Weihnachtsmarkt eben besonderen Spaß.